Für das Flüchtlingsdorf am Flughafen wurden im Rahmen einer Informationsveranstaltung Helfer gesucht. Thomas Wallisch vom österreichischen Roten Kreuz zog eine durchaus positive Bilanz vom Infoabend über Organisation, Abläufe und den Alltag im Flüchtlingsquartier am Flughafen. Die Veranstaltung war sehr, sehr gut, auch sehr, sehr gut besucht. Die Fragen waren sehr vermischt, von kritischen Hinterfragen bis hohes Interesse. Und das zeigt, dass die Bevölkerung sich mit diesem Thema auseinandersetzt, aber grundsätzlich bereit ist, hier mitzuarbeiten. Wie erleben Sie das Umfeld dieses Flüchtlingsquartiers, sprich die Bewohner im Umfeld? Zwischen hohes Engagement und Hilfestellung bis hin zu Ängsten und Befürchtungen. Und ich nehme beides sehr ernst. Ich danke fürs Engagement, aber ich nehme auch die Befürchtungen sehr ernst, weil Angst bedeutet einfach Unwissenheit von Sicherheit und Unklarheit. Und ich glaube, da liegt auch ein Teil bei uns als Quartierbetreiber, dass wir hier Aufklärung in beiden Seiten geben, sowohl bei Bewohnern als auch bei den Anrainern, sodass es ein gemeinsames Gutes wird. Man hört durch die Medien Polizeieinsätze und so weiter und so fort. Ich glaube, da hat man heute schon einen Einblick bekommen, wie das Leben dort, der Alltag im Quartier Auridino abläuft. Und ich denke mal, etwas Unbekanntes kennenlernen, das nimmt vielleicht auch Angst. Ich glaube, es zeichnet sich ab, dass die Leute mehr verstehen wollen. Sie wollen wissen, was los ist. Ja? Wir wissen, dass die Medienberichterstattung ist sehr oft sehr, sehr einseitig. Ja? Und es sind sehr viele Menschen dort und man kann es nicht über einen Kamm scheren. Und Leute sind verunsichert, ja? Das ist so. Ja? Die Nachrichten, die wir in den Medien hören, die sind nicht positiv. Mein Wunsch, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, sollten sich bei uns anpassen. Dann wird man ihnen auch gewähren, dass sie bei uns leben können. Und das sollte so bleiben. Wie gesagt, wir Österreicher sind keine Menschen, keine Unmenschen. Wir helfen gerne natürlich, aber es muss auch gegenseitiger Respekt da sein. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man einfach auf die Menschen zugeht, mit ihnen spricht und sich einfach auch informiert, bevor man die Ängste selbst so aufschüren lässt. Ja, also man kann durchaus sprechen. Es gibt natürlich immer wieder Einzelfälle, wo sozusagen auch die betreuenden Personen vor Ort natürlich reagieren müssen und auch der Flughafen hier mit Personal vor Ort auch unterstützt. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das aus unserer Sicht sehr gut. Ich glaube, dass die Integration durchaus gelingen kann. Ich sehe das bei den Familien in Schwächer, die Flüchtlingsfamilien, die in Schwächer untergebracht sind, die teilweise schon sehr gut integriert sind in gewisse Kreise, also in Pfarrkreise, aber auch in der ganzen AG-Flüchtlingsgruppe, die sich sehr einbringt und die Flüchtlinge gut aufnimmt. Und das finde ich ein absolutes Vorzeigebeispiel, wie Integration funktionieren kann. Ihr Ersteindruck, wie Sie Frauen im Flüchtlingslager gesehen haben? Das war ein sehr emotionaler Augenblick für mich und den kann ich mit Worten kaum beschreiben. Es ist so, dass ich glaube, dass Familien eine größere Chance haben, hier Fuß zu fassen und dass ich mich ja auch arrangiere, Betreuungsfamilien zu finden, wo wir also eine Familie aus Syrien, Irak, Afghanistan mit einer Familie aus Österreich zusammenbringen. Und diese österreichische Familie ist Betreuungsfamilie, Buddy, unternimmt vielleicht einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen etwas mit der syrischen Familie gemeinsam. Und das ist für die Kinder und für die Eltern ein Riesenvorteil und eine Riesenmöglichkeit. Und für die österreichischen Familien ist auch ein Vorteil, eine neue Kultur, eine neue Möglichkeit kennenzulernen und zu leben. Ich habe alle Flüchtlinge, die in Schwäche sind, als sehr nette Menschen kennengelernt und deswegen ist es für mich auch schwierig, die Situation im Gesamten zu betrachten, was jetzt österreichweit passiert, was europaweit passiert. Wie lange verweilt ein Flüchtling in etwa in diesem Quartier? Also nachdem wir seit 9. Dezember erst eröffnet haben, haben wir noch keine hohe Fluktuation, also jene Bewohner, die in Privatquartiere untergekommen sind. Wir rechnen aber mit circa mit einer einjährigen Verweildauer, weil die Asylverfahren sich in diese Richtung entwickeln. Flüchtlingswesen bedeutet aber auch einen Mehraufwand Ihrer Bezirkshauptmannschaft. Wie sieht es mit diesem Mehraufwand aus? Natürlich, der Mehraufwand ist nicht zu vernachlässigen. Der Mehraufwand wird derzeit nahezu wöchentlich beurteilt und wir müssen uns entsprechend organisieren, damit dieser Mehraufwand weder zum Nachteil der Flüchtlinge noch zum Nachteil der sozusagen bisher wohnhaften Bevölkerung gereicht. Wenn Sie eine kurze Bilanz der letzten 4 Monate ziehen können? Es war sehr, sehr durchmengt zwischen tiefe Eindrücke,
viele Forderungen, auch von dem Team her eine tolle Leistung, aber auch eine hohe Dankbarkeit der Bewohner und eigentlich eine tolle Sache. Ich möchte sie nicht missen, auch wenn sie sehr fordernd war.